Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute wieder eine Tragehilfe vorstellen, und zwar die Cocardi Flip. Genau genommen habe ich die eigentlich schon mal vorgestellt. Und zwar war das eins meiner allerersten Videos. Damals war ich noch keine Trageberaterin und es war auch eine Toddler-Size. Und ich dachte, ich mache einfach mal eine aktuellere Version dieses Videos mit einer Baby-Size. Also viel Spaß beim Video. Die Cocardi Flip hat ein Rückenteil aus Tragetuchstoff und gepolsterte Träger mit Schnallen sowie einen gepolsterten Hüftgurt mit Schnallen. Das Design, was ich hier habe, das nennt sich Erna im Wunderland und ist sozusagen der Klassiker von Cocardi. Bevor ihr mit dem Tragen loslegen könnt, müsst ihr noch die Stegbreite der Tragehilfe auf die Größe eures Babys anpassen. Der Steg, also der Bereich hier unten, sollte immer von Kniekehle zu Kniekehle reichen, damit das Kind in der Anhock-Spreizhaltung sitzt. Und wie ihr seht, wäre das jetzt hier viel zu breit. Und deshalb lösen wir hier am Hüftgurt einmal diese Klettverschlüsse und können das Ganze dann hier entlang des Hüftgurtes verschieben, den Klettverschluss wieder schließen. Ihr könnt euer Baby, wie ich das gemacht habe, hier auf das Rückenteil legen. Und dann könnt ihr das hier so hochklappen und einmal schauen, ob das in etwa passt. Und so müsste das für mein Baby hier ausreichen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ihr die Tragehilfe anlegt. Dafür nehmt ihr einmal den Hüftgurt hier und legt den mit dem Etikett nach innen zu eurem Bauch an. Mit der Höhe müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren, wie das für euch und euer Kind passt. Bei mir ist das hier so, naja, oben auf der Hüfte, fast noch Taille, eigentlich perfekt. Den Hüftgurt zieht ihr natürlich schön fest, damit der sich hier nicht wegknicken kann und damit euer Baby natürlich nicht nach unten wegrutscht. Die Schulterträger sind jetzt ganz weit eingestellt und jetzt kann ich auch schon mein Baby nehmen. Ihr nehmt jetzt euer Baby und platziert es so ein kleines bisschen vor dem Hüftgurt, spreizt die Beine und bringt das Rückenteil zwischen den beiden Beinen nach oben. An den Seiten passt ihr auf, dass dieser Gurt, der unten am Hüftgurt fest ist, dass der nicht über den Beinen verläuft, sondern unter den Beinen. Natürlich auf beiden Seiten. Bevor ihr die Schulterträger jetzt festzieht, schließt ihr die Schnalle hier hinten. Das geht nämlich besser, wenn die Gurte noch ganz weit sind. So, kann mein Baby jetzt richtig in der Trage platzieren, schauen, ob der Steg von Kniekehle zu Kniekehle geht. Und jetzt hebe ich mein Baby so leicht an und ziehe dann die Gurte schön fest. Und das war es im Grunde auch schon. So sieht das Ganze in der Bauchtrageweise aus. Die Cocardi Flip hat ja nicht nur die Möglichkeit, die Schulterträger hier unten festzuziehen, sondern hier oben sind auch jeweils nochmal Schnallen. Mit diesen Schnallen verändert ihr im Grunde die Position dieses Schulterpolsters. Ich würde euch empfehlen, dass ihr das am Anfang beim ersten Testen, diese Schnallen einfach mal ganz festgezogen habt. Und ihr probiert das einfach mal aus und wenn das für euch unbequem ist oder ihr das Gefühl habt, die Träger sind zu kurz oder irgendwo drückt was, dann könnt ihr das Ganze mal lockern und ausprobieren, wie es für euch am angenehmsten ist. Unter der Kopfstütze hier oben ist so ein kleines Gummiband eingenäht und damit könnt ihr so ein bisschen die Weite im Nackenbereich nochmal so ein bisschen an euer Baby anpassen. Dafür müsst ihr das hier von dem Knopf ablösen, zieht das so ein kleines bisschen fest und könnt das dann wieder an den Knopf anbringen. Ihr solltet natürlich keinen Druck im Nacken ausüben, das geht auch kaum hier mit einem Gummiband, aber ihr könnt einfach noch so ein bisschen die Weite oben regulieren, dass es einfach euer Kind im Nackenbereich so ein bisschen mehr Stabilität hat. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit mit der Kopfstütze den Kopf eures Kindes noch so ein bisschen zu stützen. Die klassische Variante ist natürlich, das Ganze einfach so über den Kopf des Kindes hier oben so anzubringen. Aber erstens mögen das die meisten Kinder nicht und zweitens ist das auch nicht so toll, weil die Sauerstoffzufuhr dadurch schon ein bisschen eingeschränkt wird. Und deshalb mache ich das am liebsten so, dass ich die Kopfstütze etwas einrolle, das Ganze so in den Nacken lege und das Ganze dann festmache. Hier an der Schulter sind dann solche Druckknöpfe angebracht.
an denen ich das dann festklicken kann. Und so ist der Kopf eures Kindes auch optimal gestützt. Wenn ihr euer Baby aus der Trage wieder herausnehmen wollt, dann lockert ihr die Schultergurte wieder. Öffnet dann die Schnalle zwischen euren Schultern. Könnt dann das Rückenteil nach unten klappen und euer Baby herausnehmen. Wenn ihr mit der Tragehilfe auf dem Rücken tragen wollt, dann setzt ihr euer Kind zunächst ganz normal vorne in die Tragehilfe, aber alles so ein kleines Stückchen höher. Also ich habe jetzt den Hüftgurt richtig schön hoch unter die Brust gesetzt. Für vorne wäre mir das jetzt auch zu hoch, aber hinten am Rücken ist es schön, wenn das Kind recht hoch sitzen kann. Ältere Kinder können dann auch besser sehen. Und deshalb sitzt das Ganze jetzt ein bisschen höher. Um sie auf meinen Rücken zu bekommen, lockere ich jetzt einmal die Schultergurte, halte mein Baby dabei natürlich gut fest. So, jetzt schlüpfe ich mit der einen Hand nach oben aus dem Schultergurt raus und mit der anderen Hand schlüpfe ich einmal hier so nach unten raus. Den Hüftgurt kann ich jetzt ein kleines bisschen lockern, so dass ich ihn quasi hier auf meiner Taille verschieben kann. Und jetzt kann ich mit so kleinen, ich mache es noch ein bisschen lockerer, mit so kleinen ruckartigen Bewegungen kann ich mein Kind jetzt vorsichtig über die Hüfte auf den Rücken schieben. Ganz wichtig ist, besonders bei einem kleinen Kind, dass ihr euer Kind zu jedem Zeitpunkt immer gut festhaltet, dass ihr es stützt. Ich greife jetzt um, so dass mein Baby auf dem Rücken ist. Schiebe es weiter rüber, halte es immer mit mindestens einer Hand fest und kann jetzt hier die Träger wieder reinschlüpfen. Das gleiche auf der anderen Seite. Oh, alles gut. Und dann die Schultergurte festziehen. Und natürlich auch den Hüftgurt festziehen. Sich hier ein bisschen verwurschtelt. Ja. Und jetzt seht ihr, sitzt mein Baby schön hoch auf dem Rücken. Jetzt können wir nochmal kontrollieren, ob es gerade sitzt, ob der Stoff immer noch von Kniekehle zu Kniekehle geht. Die Babys verrutschen gerne mal auf dem Rücken. Aber so sieht das dann, Ganze dann auf dem Rücken aus. Wenn ihr euer Baby aus der Trage jetzt wieder rausholen wollt, dann macht ihr das Ganze im Grunde genau umgekehrt. Also den Hüftgurt wieder ein bisschen lockern, die Schulterträger lockern, mit der einen Hand der eine Seite oben raus, mit der anderen Seite unten raus und dann lehne ich mich nach vorne bei meinem kleinen Baby und schiebe mein Baby vorsichtig über die Hüfte wieder nach vorne. So. Und jetzt könnte ich sie wieder vorne in die Trage nehmen oder im Grunde einfach rausnehmen. Genau, ich habe das jetzt, kann das jetzt wieder festziehen und vorne weitertragen. Oder ihr nehmt euer Baby halt raus. Dafür öffne ich den Schulterclip und hole mein Baby einfach raus. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Und ich verlinke euch jetzt hier am Ende auch nochmal meine Trage-Playlist. Da habe ich alle Videos eingefügt, die irgendwie über das Thema Tragen gehen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Tschüss!